Also genau die Erfahrung der letzten 2 Marathonläufe, weil eigentlich bin ich ja bis zu dem Punkt 2 Marathonläufe gelaufen, hat mir auch die Sicherheit gegeben. In Frankfurt war es so, dass ich hinten raus zwar nicht schneller geworden bin, aber nicht groß eingebrochen bin. In Hamburg genau dasselbe. Und das sind die Bilder, die ich immer wieder im Kopf hatte. Also die Anspannung ging eigentlich schon los, als wir die Vorbereitung auf den Herbstmarathon gestartet haben, weil schon da war das Ziel klar. Die Chance ist dieses Jahr einfach riesengroß. 6 Leute werden voraussichtlich nominiert, in das Team zu rutschen und dann bei einer EM am Start zu stehen. Ja, dann die Woche vorher war ich wirklich richtig, richtig aufgeregt, weil ich wusste, dass ich was drauf habe und dass ich es abrufen muss. Aber so ein Marathon ist einfach so lang, da kann so viel dazwischen kommen. Bis kurz vor Schluss war die Anspannung eigentlich da, also auch im Rennen bis kurz vor Schluss. Vom Training her kann man sagen, dass eigentlich jede Einheit funktioniert hat. Ich glaube, du hattest eine ganz kleine Erkältung mal drin, wo wir von Belastung und Entlastungswoche etwas schieben mussten. Ansonsten muss man sagen, dass jede Einheit funktioniert hat. Aus dem Grund waren wir bestens vorbereitet, das wussten wir. Aber ob das dann an dem Tag funktioniert, das weiß man nicht. Und ansonsten ging es halt eher um taktische Varianten, was passieren könnte. Das haben wir schon vorher besprochen, aber so die wirkliche letzte Ansprache, wo ich auch versuche, ihn dann ein bisschen zu pushen, das kam dann nach dem Frühstück. Und ansonsten einfach versuchen, so cool wie möglich zu bleiben, obwohl wir das beide nicht sind. Dankbarkeit ist natürlich wichtig. Ich habe in meiner sportlichen Karriere gelernt, dass es nicht viele Leute gibt, auf die man vertrauen kann. Und in so einer Situation ist man dann natürlich umso dankbarer, dass man da jemanden gefunden hat, mit dem man dann wirklich alles ja, durchleben kann und wo man genau weiß, okay, der steht an deiner Seite, egal wie es läuft. Also weil klar ist der Erfolg jetzt super und wir sind absolut glücklich darüber, aber selbst wenn es eine Niederlage gewesen wäre, dann hätten wir auch die Niederlage zusammen durchgemacht. Und ich glaube, das ist auch das, was ein gutes Team ausmacht, was uns auch ausmacht. Und ja, das ist auch ein Schlüssel unseres Erfolgs, glaube ich. Deswegen brauchen wir jeden einzelnen von euch hier, wenn wir jetzt gleich gemeinsam runterzählen. Das ist er, der 16. Metro Marathon Düsseldorf. Und wir zählen runter. 5, 4, 3, 2, 1, jawohl, der Startschuss, viel Spaß, 4000 Marathonis gehen auf die Strecke. Ganz interessant, bei den Männern sprechen wir natürlich unter anderem davon, dass wir höchstwahrscheinlich, ich sag mal so 3 Gruppen vorne erwarten. Ganz vorne die Top-Favoriten, dann nochmal eine Gruppe und dann in der dritten Gruppe höchstwahrscheinlich das deutsche Feld. Wir sind eigentlich nicht als Team gelaufen, aber rückblickend betrachtet sind wir genau das. Also alle Deutschen, die für die Europameisterschaft in Frage kamen, hatten das Ziel, unter 2 Stunden 17 zu laufen. Und
wir haben in der technischen Besprechung am Tag vorher auch gesagt, dass wir die Halbmarathonmarke zusammen durchgehen wollen, oder beziehungsweise es wurde eine Zeit festgelegt von 67:30 bis 68 Minuten, die wir zusammen passieren wollten, und das ist auch genau so eingetreten. Also wir hatten mit Simon Stützel einen sehr guten Tempomacher, der die ganze Sache auch wirklich beruhigt hat vom ersten Meter an. Das war, glaube ich, auch wichtig für die Gruppe, weil alle sehr nervös waren, und das hat man auch auf den ersten Metern gemerkt. Und dann von Durchgangszeit zu Durchgangszeit wurde das immer besser. Also jeder hat in seinen Schritt gefunden, jeder hat in seinen Tunnel gefunden. Die Leichtathletik-Fans und allen anderen war so ein bisschen die Läufer doof vorstellen. Es sind einige vom ART Düsseldorf und es sind einige Debütanten dabei. Spitze immer noch sehr kompakt als Feld zusammen. Großartig. Die machen also genau das, was sie von vornherein vorhatten. Arbeiten zusammen, ja, versuchen sich an den Tempomachern zu orientieren, versuchen gemeinsame Sache zu machen. Der Simon Stützel ist jetzt raus, glaube ich, wie ich das hier sehe. Erzähl mir mal ein bisschen was über Markus Schülfisch. Über Markus Schülfisch? Ich glaube, das ist ein ganz interessanter Kerl. Ich habe mir gestern Abend... also nicht, dass ihr einen falschen Eindruck bekommt, aber man bereitet sich ja auch auf sowas vor, und es ist jetzt nicht mein übliches Abendprogramm, aber gestern vorm Schlafengehen habe ich mal ein bisschen auf seinem Instagram-Account, habe mir mal so angeguckt, da schon mit der Sammer Kerl, und was ich gelernt habe, dass er immer sein Ritual hat, also gestern vor der technischen Besprechung hat er wohl Kaffee und Kuchen zu sich genommen, und das ist wohl sein Ritual am Tag vorm Wettkampf. Aber auch sportlich natürlich einer, den man im Blick haben muss. Sportlich einer, den man im Blick haben muss, auf jeden Fall. Ist auch schon Deutscher Meister geworden in Frankfurt vor ein paar Jahren. Auch damals sehr überraschend, das war auch total geil. Da war ich auch vor Ort und habe das miterlebt. War klasse, weil ich mit dem auch kurz vorher noch im Trainingslager, Skilanglauf-Trainingslager, allerdings war. Hast du alles Spaß? Und also Ausdauersportler müssen ja vielseitig auch sein. Und gerade im Winter ist Skilanglauf wirklich ein ganz großartiges Alternativtraining, um richtig, richtig ballern zu können, richtig Umfänge zu machen. Und der ist auch anderweitig viel unterwegs. Mit Ich förder dich hat er gemeinsam mit seiner Freundin ein Förderprogramm für Nachwuchssportler ins Leben gerufen. Er stellt auch mit einem Programm, also auch Trainingspläne für Freizeitsportbereich und so. Also sehr, sehr vielseitig orientiert und also leistungsmäßig sowieso klasse, aber eben auch rund um den Laufsport, nicht nur auf das Training fokussiert, ganz, ganz viel unterwegs. Und Schöfi, Markus Schöfisch, der Mann mit dem Käppi ganz links. Deswegen haben wir ihn gerade nicht so gut erkannt. Hat sich versteckt. Jo. Bei der Halbmarathon-Marke waren wir ein wenig zu langsam mit 68:30. Da ging mal ein kurzer Ruck durch die Gruppe, aber alle haben gemerkt, okay, wir sind immer noch auf Kurs. Also wir haben uns anscheinend alle so stark gefühlt, dass wir sagen konnten, wir können hinten raus nochmal zulegen. Und der erste Teil der Strecke war auch tendenziell ein bisschen langsamer, also schwieriger zu laufen als der zweite Teil. Beim ersten Teil musste zweimal die Brücke überquert werden, da ist es immer ziemlich windig, da ist doch eine kleine Steigung drin, und ja, genauso ab Kilometer 23, da hat dann Sebastian Reinwand eine ordentliche Tempospritze reingesetzt, war dann im Prinzip das Rennen eröffnet. Einige haben sich noch versucht zurückzuhalten. Nein, wir haben noch keine gesicherten Informationen, wer genau fehlgeleitet worden ist, aber wir sehen jetzt, dass sich was tut, und jetzt deswegen gehen wir aufs Rennen geschehen und Sebastian Reinwand mit der ersten klaren Attacke. Ja, Sebastian Reinwand jetzt tatsächlich hat gesagt, okay, Halbmarathon, jetzt wird es mir zu langsam, aber mal richtig einen reingepfeffert.
ich habe mir auch gesagt, wirklich bis Kilometer 30, mach dein Rennen, zieh deine Geschwindigkeit durch. Also ich wollte genau so laufen, wie ich mich auch gefühlt habe. Und es dann noch abzusehen war, dass ich niemand wirklich absetzen konnte, selbst Sebastian vorne war immer noch zu sehen, habe ich gewusst, okay, das ist jetzt, du machst alles richtig, das ist genau dein Rennen. Und dann kamen noch die starken Regenschauer dazu, ab Kilometer 33 oder sowas ging es wieder richtig los. Das hat mich dann nochmal an Hamburg erinnert und an die positiven Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Und dann ab 35 bin ich losgelaufen und irgendwo habe ich dann auch gehört, dass ich zurzeit der Schnellste im Feld war, also auch auf die Spitze aufgelaufen bin. Das habe ich dann auch gemerkt. Trotz der vielen Kurven kamen Tom und Sebastian mir immer näher. Und ja, das war einfach gigantisch. Also das nochmal so umsetzen zu können, was man auch trainiert hat. Und ja, das ist einfach der Wahnsinn. Vorne, Sebastian Reinwart vom ART Düsseldorf hat noch 15 Sekunden Vorsprung vor Tom Goeschel, der wohl richtig aufholt und richtig gut aussieht, meldet uns Henrik Pfeiffer. Und Markus Schiffes scheint angeblich, sagt Henrik Pfeiffer, der für uns mit dem Rad auf der Strecke ist, gut unterwegs zu sein und sehr taktisch zu laufen. Er ist wohl auf 3 vorgelaufen, wirkt sehr, sehr gut und holt wohl in großen Schritten auf. Und was ist das denn hier? Tom Goeschel! Tom Goeschel, was? Ist das schon Tom Goeschel, der hier auf der Zielgeraden ist? Das gibt's doch gar nicht! Ich sag, ich spinne! Wahnsinn, da kommt der deutsche Marathonmeister! Und zwar 15:27. Bei den Bedingungen! Jungs, was habt ihr da abgefackelt? Hammermäßig! Boah! Mann, wie geil! Wie geil! Und Schöfi auf Platz 3, deutsche Meisterschaften! Der hat seine Mütze abgenommen! Und auch wir ziehen den Hut. Jetzt wird's laut hier. Markus Schöfisch im Ziel. Bronze für ihn bei den deutschen Marathonmeisterschaften. Am Ende seiner Kräfte. Also diesmal war der Zieleinlauf nicht ganz so locker und flockig wie die anderen Male. Ich habe wirklich bis zum Schluss gekämpft. Das war auch unsere Ansage vorher, der Marathon ist erst zu Ende, wenn es über die Ziellinie geht. Ich wusste auch nicht, kommt von hinten noch jemand, muss ich da noch irgendjemanden fürchten. Deswegen habe ich wirklich bis zum Schluss durchgezogen. Und der Blick nach oben war einfach auf die Zeit. Also ich habe gesehen, 200 Meter vor mir, 2 Stunden 15, 30 und dann unaufhörlich hat die Uhr nach unten getickt. Und ich wollte unbedingt unter 2 Stunden 16 bleiben. Als ich im Ziel war, habe ich gedacht, okay, 2:16:00. Eigentlich ist es egal. 2:16:00 oder 2:15:59. Aber ja, jetzt bin ich ein 2:15-Mann. Wie hat der Trainer den Zieleinlauf erlebt? Leider gar nicht. Ich musste halt eher die Strecke verlassen, beziehungsweise ich hätte bestimmt zu Ende fahren können. Habe es dann nur gehört oben. Und habe dann versucht, schnellstmöglich zu Markus zu kommen. Das hat aber schon ein paar Minuten gedauert. Ich habe erstmal oben unseren Anhang insgesamt begrüßt und wir waren natürlich erstmal glücklich. Da sind schon die ersten Tränen geflossen. Und ja, dann bin ich runter in den Zielbereich, in die Athletenzelte. Und Markus saß dann im letzten Athletenzelt alleine, hat an seinem Handy rumgespielt. Und ja, und dann ist es mal ein bisschen aus uns beiden rausgebrochen. Das war dann nochmal etwas extremer als in Hamburg, würde ich sagen. Ne? War sehr emotional. Aber es ist halt für uns beide auch eine Wahnsinnsbelohnung für die Zeit und eine Bestätigung für das, was wir gemacht haben. Wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir wollen zur EM 2018. Und das haben wir so umgesetzt. Nee, also sowas kann man überhaupt nicht planen. Man muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt war ich am Tiefpunkt meiner Karriere angekommen. Sportlich sah es nicht rosig aus.
ja, ich wusste nicht so richtig, wie es weitergehen soll. Und da kam Ronny und hat sich mir förmlich aufgedrängt. Ich musste erst mal schauen, dass ich einen Trainer finde, zu dem ich wieder Vertrauen fassen kann. Und das hat Ronny eigentlich in den ersten Wochen sofort geschafft. Er hat gesagt, gib mir die Zeit, versuch das umzusetzen, vertrau mir und dann schauen wir einfach mal in, was weiß ich, 2-3 Monaten, wie es aussieht, ob dir das Training gefällt, ob wir gut zusammen klarkommen. Und darauf habe ich mich eingelassen und es hat aus meiner Sicht auch von Anfang an super funktioniert. Da wusste ich einfach, okay, das kann was werden. Das ging damals wirklich ganz entspannt, sage ich mal, los. Wir hatten da keine großen, riesen Erwartungen. Wir haben hier eine lustige, coole Gruppe in Leipzig, wo es eher in den Freizeitbereich reingeht. Und ich denke auch, dass das für Markus mal ein ganz gutes Ding war, da nicht nur in dem wirklich den Leistungsgedanke so krass zu haben. Und das war eigentlich so der Start in die ganze Sache, mit etwas Lockerheit da reinzugehen. Und dass dann natürlich beim ersten Marathon der deutsche Meistertitel kam, ja, damit haben wir natürlich in keinster Weise gerechnet. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass wir das reproduzieren können. Also das Gefühl, das Erlebnis, was dort war, es war natürlich nochmal was ganz Besonderes, weil es einfach so überraschend war. Aber es gab dann, wie gesagt, in Hamburg nochmal das gleiche Erlebnis, wieder schnellster Deutscher. Wieder haben wir gemerkt, das hat alles funktioniert und das ist einfach ein Wahnsinnsgefühl im Nachgang. Und deswegen war es wiederum schwer zu glauben, dass es ein drittes Mal wieder genauso funktioniert, dass wir uns wieder überraschen können. Und es ist halt wirklich so, dass wir uns selbst überraschen. Es ist nicht so, dass wir hingehen und sagen, ja, du musst jetzt Dritter werden, du musst jetzt eine 2:15:59 rennen. Das kann man einfach nicht planen. Das sind halt auch schon alles Geschwindigkeiten, die einfach nicht so planbar sind und wo eigentlich auch ganz andere Aufwände nötig sind. Und der Vorteil ist, dass Markus zu 100% das Vertrauen ins Training hat. Das hoffe ich zumindest, aber so wirkt es auf jeden Fall. Und dass er das einfach so umsetzt und dass wir halt beide stark in diese Wettkämpfe reingehen und in die Vorbereitung eingehen und ganz klar definieren, das ist unser Hauptziel, das ist unser Hauptwettkampf. Und da wollen wir zeigen, was wir können. Jeder von Ihnen hat heute die persönliche Bestleistung abgeliefert und eingestellt. Vom Team Lauftraining.com, der Drittplatzierte, 2:15:59, Markus Schiffig. Markus Schiffig, also Platz 3. Der deutsche Meister des Jahres 2016 und mit einer Zeit, die eben erheblich unter seiner alten Bestleistung war. Hier mal Applaus für Spiridon Sagaris, der diese Olivenzweige mitgebracht hat. Selbst geflochten, selbst gebunden und im Handgepäck natürlich mitgebracht aus Marathon. Platz 2. Für ihn war es ein Heimspiel. Sein Team, ART Düsseldorf. Seine Zeit, 2:15:27. Hier ist Sebastian Reinwand. Der König von Düsseldorf. Und er kann sich deswegen so königlich freuen, weil auch für ihn persönliche Bestzeit, Leute. Und der Sieger, und der war ja schon auf Platz 3 in der internationalen Wertung, Deutscher Meister 2018 vom TC FICO Rostock, Tom Gröschel. Ja, also ich bin immer noch ganz schön platt, aber ich kann es immer noch nicht so richtig fassen. Also ich bin total glücklich, total happy, dass das alles so funktioniert hat. Aber ich denke, es braucht noch ein paar Tage, bis ich das alles so realisiert habe. Ja, also von daher, wir müssen niemandem Rechenschaft ablegen, was wir machen, was wir trainieren, sondern wir haben einfach Spaß bei der ganzen Sache und das ist auch genau der Grund, warum ich jetzt hier sitze und ja, mich über eine mögliche EM-Teilnahme freue, einfach weil ich wieder Spaß am Sport und am Laufen allgemein gefunden habe und ich muss ganz, ganz lange zurückdenken, ja, dass ich so viel Spaß an der ganzen Sache hatte. Aber eigentlich sind wir total ernst immer. Wie viele Bleistifte brauchen noch was Lustiges.